Ich freue mich immer, dass Leute noch zu Comedy-Shows gehen. Ne? In Berlin ist das nicht so oft. Die kommen in Berlin nicht zu Comedy-Shows, weil die sagen, warum soll ich mir Comedy angucken gehen? Ich fahre jeden Tag Bus. Es ist wirklich, Comedy ist live in Berlin eigentlich am besten. Ne? Du musst nur in den Bus reingehen, da sind nur Verrückte. Ne? Und am schlimmsten sind die Busfahrer. Die haben wirklich eine Meise in Berlin. Die Busse sind verrückt. Ich glaube, in Berlin ist es so, wenn der Knast voll ist, kriegst du einen Bus. Es sind nur Verrückte unterwegs. Ich habe das selber beobachtet letzte Woche. Da steht ein Typ vorne an der Haltestelle, er steht direkt vorne und liest ein Buch. Ne? Der steht da, liest dieses Buch. Da kommt dieser Bus angedonnert, viel zu schnell. Ne? Und die Spiegel, die stehen immer so ein Stück ab. Ne? Der kriegt volle Kante den Spiegel gegen den Kopf. So, pssch, schleppt sich zur Tür, dann macht der Busfahrer auf und schreit den an, wenn der Spiegel kaputt ist, kriegst du andere Seite auch noch eine. So. Das ist Berlin, diese Liebe, diese Wärme, ne? Das ist die Stadt, das strahlt es aus. Ne? Ihr habt es wirklich gut hier in Frankfurt, ihr könnt hier entspannt einkaufen gehen. In Berlin ist Service Guantanamo, das könnt ihr mir glauben. Wirklich, ich habe mir eine teure Hose gekauft für 150 Euro. Die ist nach 3 Tagen an der Naht kaputt gegangen. Da bin ich zurück in den Laden und habe gesagt, es geht doch nicht, teure Hose nach 3 Tagen kaputt. Da guckt mich der Verkäufer von oben bis unten an und sagt, das ist so, wenn man dicke Beine hat. So. Das ist... Das ist die Stadt, so funktioniert die, nicht? Das ist so, ich meine, es gibt auch immer Kritik und so, es gibt Leute, die würden sich da nicht richtig integrieren in Berlin und so. Das stimmt gar nicht. Ne? Ich habe das jetzt am Bahnhof beobachtet, da hat sich ein türkischer Taxifahrer mit einem afrikanischen Taxifahrer gestritten um den letzten Stellplatz direkt vorm Eingang. Nicht? Und das ist ja deutsch, ne? Das machen wir. Nicht? Das ist eine deutsche Sache, sich um den Parkplatz zu streiten, der direkt am Eingang ist. Ne? Als wäre es ein Menschenrecht, dass man direkt am Eingang parken darf. Nicht? Und das war ein super deutscher Streit, der lief richtig gut. Ne? Bis der Türke den Afrikaner irgendwann angeschrien hat, mit Scheiß Ausländers. Da war aber Stimmung, Freunde, da war was los. Ne? Alle den Afrikaner angeguckt, wie wird er reagieren, was sagt er jetzt? Aber der war super integriert. Ne? Der war super integriert, der hat sehr schön reagiert, hat gesagt, Hassan, geh, wo du kommst. So, und das ist Integration, Freunde. Nicht? Das ist Integration. Ne? Eine typisch deutsche Reaktion mit afrikanischen Wurzeln. Nicht? Geh, wo du kommst. Nicht? Also in diesem Fall halt mit Voodoo. Nicht? So. Das ist doch toll. Das ist das Schöne an Berlin. Das funktioniert so. Nicht? Und Busfahren, muss man ja sagen, ist ja nur das eine Level. Das nächste Level ist U-Bahn. Wenn du wer von euch schon mal in U-Bahn gefahren in Berlin? Mal einfach mal aufzeigen. Ihr seid meine Zeugen. Ne? Wenn man in Berlin in die U-Bahn reinkommt, da denkt man doch, diese Stadt hat gar keine Psychiatrie. Nein, ich glaube, in Berlin ist es so, du kommst zum Arzt und der Arzt sagt, Taschen, Sie haben einen an der Mummel? Hier ist eine Monatskarte, fahren ein bisschen umher, oder? Es sind nur Verrückte unterwegs, nur Wahnsinnige. Komplett durch, die Leute. Ich habe das selber, ich komme in diese U-Bahn rein, da sitzen 3 türkische Jungs, ja? Da kommt eine Oma, die will sich da hinsetzen, da sagt der Älteste der 3-7-Klässler laut in der Bahn zur Oma, geh weg, du alte Scheiße. Da habe ich mich aufgeregt, sag mal, Freunde, geht's noch? Das heißt sie. Da musst du ja aufpassen, da wirst du selber sofort zu Opfern. Ne? Der dreht sich um und sagt zu mir, was willst du, du Spast. Ne? Da habe ich mir den mal gegriffen. Ich habe zu ihm gesagt, sag mal Freund, ist dir überhaupt bewusst, was ein Spast ist? Kennst du das überhaupt? Da sagt er zu mir, natürlich, ich habe Mundstuhl-CD, das ist so ein kleiner Vogel. Ja. Natürlich, ein kleiner Vogel. Nicht? Wir erinnern uns, wie Großvater früher mal rief, die Spasten pfeifen es von den Dächern. Nicht? Ja, was haben wir immer gesagt? Lieber einen Taum in der Hand als den Spasten auf dem Dach. Nicht? Ja. Letzte Woche eine CD gekauft von den Kastelruther Spasten. Es ist alles... Die Stadt funktioniert halt anders. Nicht? Das ist so, Berlin ist anders. Nicht? Das ist einfach... Und auch wenn da immer prominent ist, immer gleich Terrorwarnung in Berlin. Terrorwarnung in Berlin, Freunde, ist auch absurd. Ja, das ist wie Karneval in Offenbach. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das ist Quatsch. Und unter uns, der Berliner an sich wäre doch der Schreck eines jeden Terroristen, oder? Die könnten doch in Berlin wegsprengen, was sie wollen. Der Berliner würde immer sagen, na, das wurde ja auch mal Zeit, wa? So. Giftgasangriff in der U-Bahn. Was sagt der Berliner? Das riecht ja komisch. Ich glaube, das wird Sommer. Ja, es ist Berlin. Die Stadt tickt einfach anders. Selbstmordattentäter auf dem Alexanderplatz. Puff, was sagt der Berliner? Das geht auch rüber, Kollege! Ja? Original gesehen, ohne Scheiß. Dem Typen haben sie nachts in Kreuzberg das Auto angezündet. Sein erster Satz, morgens in die Kameras. Na, ein Glück, hab ich gestern voll getankt, wa? So. Das,
Das ist Berlin. So funktioniert diese Stadt. Die ist anders drauf. Ne? Und Freunde fragen wir immer, wenn wir da zu Besuch kommen sollen, irgendwann, wie ist denn das, wenn wir uns ein teures Hotel nehmen, 5 Sterne oder 3 Sterne, was sagst du? Und ich sage jedes Mal, es ist scheißegal, wie viele Sterne das Hotel hat. Solange Berliner daran arbeiten, ist es nur 1 Stern. Es ist so. Ich habe mir die Eröffnung angeguckt vom Waldorf Astoria. 5 Sterne Nobelschuppen. Riesenhotel. Ich laufe durch und denke, Wahnsinnshotel. Weltstadt. Was für ein Design. Und dann kommt so ein Tropentoni in Uniform um die Ecke und sagt original zu mir, Hallöchen Meister, trägst du einen Koffer allein hoch, soll es der König für dich machen. So. So ein Hotel macht mit so einem Typen davor gar keinen Sinn. Das musst du gar nicht aufmachen. Ne? Morgens beim Frühstück meine Freundin sagt zur Servicekraft, Entschuldigung, ich hätte gern das vegetarische Frühstück. Da dreht die sich um und sagt, Cornflakes stehen bei dem Milchmäuschen. Das ist ein anderes Level, nicht? Und das ist überall so. Auch mit Kindern in der Stadt. Die funktionieren ganz anders. Die sind ganz anders drauf. Ich habe 2 13-jährige Jungs in der U-Bahn belauscht. Da sagt der eine zum anderen, ey, hast du deine Freundin schon ins andere Loch gebumst? Mit 13. Und der andere sagt, bist du verrückt, da kann die doch schwanger werden. Also, lasst euch Zeit, ist okay. Ja. Das ist funktioniert anders. Ne? Und es gibt in Berlin Sachen, die gibt es woanders nicht. Ne, es gibt in Berlin jetzt einen Lesbenfriedhof. Das haben wir nicht ausgedacht. Du bist mein Zeuge. Du warst lange selber Lesbe. Es gibt einen. Das war der andere vom HR. Es gibt einen Lesbenfriedhof in Berlin. Ohne Scheiß, da liegen nur Lesben. Als wäre ein Friedhof an sich nicht schon gruselig genug. Eine Lesbe, was soll denn sowas? Wie lange kann man sich denn selber diskriminieren? Bis über den Tod hinaus oder was? Können wir nicht alle gemeinsam auf dem Friedhof der Liebe liegen? Was soll denn das? Das macht doch gar keinen Sinn. Ein Lesbenfriedhof, wo es gut ist, immer alles feucht, muss man nicht gießen. Aber das ist. Ich habe gar nichts gegen Lesben, so ist das nicht, wirklich. Das ist wirklich, aber die Stadt macht mich einfach aggressiv, muss ich sagen. Ich versuche mich dann immer irgendwie zu flüchten. Wir versuchen dann irgendwie auszugehen oder was anderes zu machen, Kumpel und ich. Aber das könnt ihr auch vergessen, wie gesagt. Hier ist entspannt, hier in Frankfurt kann man abends entspannt weggehen. Berlin wird schwierig. Hab das ausprobiert. Mit einem Kumpel abends in eine Bar rein, wir wollten nur ein Bier trinken. Sofort kommt so ein kleiner, aggressiver Typ auf uns zu. Kurze Haare, bisschen Bart, total aggressiv. Wir ignorieren den, setzen uns an die Bar. Irgendwann kommt der und steckt seinen Kopf zwischen uns durch. Der steckt einfach seinen Kopf durch und sagt original zu uns, man soll es nicht für möglich halten, aber ich hab eine Muschi. Ihr haltet mich für naiv, was wird hier heute Abend nicht passieren? Ich hab ne Muschi. Na, was soll ich denn mit so einer Info, Freunde? Hey? Ich hab ne Muschi, mach euch trotzdem beide fertig. Das ist ja gut, hab ich mir gesagt. Irgendwann hat's mir gereicht, hab mich umgedreht, hab gesagt, Sie haben zu viel getrunken, bitte gehen Sie nach Hause, Frau Künast. Dankeschön. Ingmar Stadelmann! Dankeschön, Ingmar. Ja, viel Arbeit für den Schnitt, nicht? Da muss man. Ja. Da muss die Zensur noch mal ran, Freundchen. Sag mal, aber nochmal, um auf Berlin zurückzukommen. Warum glaubst du denn, dass so viele Leute Berlin trotzdem so cool finden? Weil die da sind, die anderen nicht cool finden. Das ist ja immer cool, ne? Wenn man irgendwo hinkommt, wo man nicht beachtet wird. Ja, also ja, wie hier gerade. Also jeder versucht dabei zu sein. Ich war irgendwie neulich dann auch in so einer Kneipe und da waren dann 2 Eimer für Trinkgeld. Ja. An der Theke. Du hast ja so ein Kaffee to go, was weiß ich was. Und da stand an dem einen Eimer stand dran für Berliner und der andere für Nicht-Berliner. Ja.
Und habe ich ihn gefragt, sag mal, wo schmeißen die Leute rein? Sagt sie, nur eben für Berliner Topf, obwohl hier kein einziger Berliner Kaffee trinkt. Ja. Aber jeder hat so gemacht, tut so, als würde er dazugehören. Man versucht was immer ist noch so, das ein, Geheimnis ja, so, eine, so eine Grenze zu ziehen. Aber man kann das relativ leicht erkennen, wer aus Berlin ist und wer nur Tourist ist. Ne? Woran? Zum Beispiel an der Bushaltestelle ist es relativ einfach. Berliner laufen den Bussen nicht nach, Touristen schon. Ne? Weil wir wissen, das ist zwecklos, das macht keinen Sinn. Ne? Touristen laufen hinterher und denken, ja, da ist rote Ampel, der macht bestimmt die Tür auf. Und das Schöne ist, ich habe das neulich beobachtet, das Schöne ist, er hat wirklich die Tür aufgemacht, aber nur die Hälfte und hat rausgeschrien, du willst doch genau, dass ich nicht mehr anhalten darf. So, das, so funktioniert Berlin. Ingmar, ich danke dir, dass du da warst, meine Damen und Herren, Ingmar Stadelmann. Mehr von Ingmar Stadelmann im Comedy Tower gibt es. Ja.